Einfach ein tolles Ergebnis und ich freue mich sehr über die Art und Weise, wie wir heute auf dem Platz standen und dafür gearbeitet haben und Antworten gefunden haben auf die Fragen, die das Spiel uns gestellt hat. Wenn du das Spiel gewinnen willst, dann darfst du eben den Fehler so nicht machen und musst ein bisschen konsequenter sein. Arbeiten wir dran, haben eine junge Mannschaft, bin insgesamt sehr froh, dass die Jungs das wieder gut gemacht haben. Man merkt auch, dass natürlich ein Spieler wie Granit Xhaka uns dann natürlich in solchen Spielen dann auch fehlt. Das ist gar keine Frage. Fand aber auch trotzdem, dass die anderen Jungs das heute ordentlich gemacht haben. Ich möchte vielleicht über was anderes reden als über seine Leistung, aber trotzdem über Marco. Ich bin sehr, sehr glücklich über die Art und Weise, wie Marco aus dem Urlaub gekommen ist, gesund zurückgekommen ist, dort schon viel gearbeitet hat und wie viel er einfach in jedes Training investiert und wie fokussiert und wie frei er auch trainiert und auch die Wochen über trainiert hat. Es ist eine große Freude, da dabei zu sein und es war wirklich greifbar, dass er da auf sein höchstes Niveau jetzt dann zurückkommt.